Grüezi und herzlich willkommen zu Mike Shiva und Gäste auf Zürich Plus. Es freut mich, haben Sie zugeschaltet. Sie sehen es mir an. Ich habe eine riesige Freude, dass er da ist. Es wird heute sehr, sehr interessant. Es geht um Engel, es geht um Reinkarnation. Mein Gast ist hier, der Ronald Zürich. Herzlich willkommen, Ronald. Reinkarnation, was heisst das genau übersetzt? Was ist Reinkarnation? Also ganz wörtlich heisst es, wieder ins Fleisch eingehen. Aber man würde wohl sagen, es ist Wiedergeburtslehre oder Seelenwanderungslehre. Das heisst, die Auffassung, dass wir alle vor unserem jetzigen Leben schon mal gelebt haben auf dieser Welt oder in einer anderen Welt und dass wir auch nach dem Tod nicht aufhören zu existieren, sondern auch wiedergeboren werden können in einem neuen Körper. Es gibt ja viele Religionen, die das unterstützen, die sagen, es ist so, aber es gibt auch Religionen, die das eher so ein bisschen abtun. Ja, das ist richtig. Also ich habe das mal untersucht. Das sind von den 10 grossen Weltreligionen, die es gibt, sind 7 dafür und 3 sind nicht ganz sicher, wie es ist. Ich sage es so, weil auch bei denen, Christentum, Judentum und Islam, nämlich, die offiziell ihrer Lehrmeinung die Reinkarnation nicht oder nicht mehr drin haben, findet man Strömungen innerhalb dieser Glaubensgemeinschaften, die sehr deutlich auch den Reinkarnationsgedanken pflegen. Und du bist jetzt eher einer von denen, der zu diesen 7 gehört, wo das befürwortet tut? Also ich bin einer von denen, die das Thema einfach versucht haben, wissenschaftlich zu untersuchen, was spricht dafür, was spricht dagegen. Und ich für mich persönlich bin dann zum Schluss gekommen, dass die Argumente, die für die Reinkarnation sprechen, deutlich stärker sind als die dagegen sprechen und habe das in mein eigenes persönliches Weltbild integriert. Wissenschaftlich erforscht. Es wird ja noch schnell mal gesagt, es wird wissenschaftlich erforscht. Aber was hast du für Grundlagen, dass du überhaupt im Stand bist, das zu machen? Ja, es sind verschiedene Quellen, die man beiziehen kann. Das eine ist sicher mal einfach die Erfahrung von Menschen. Es gibt durch alle Zeiten durch immer wieder Menschen, die berichten davon, dass sie sich erinnern können, beispielsweise an frühere Leben. Es gibt auch in den verschiedenen Kulturen, in den Märchen, in den Sagen, in den Legenden, gibt es so viele Hinweise auf das. Auch in den religiösen Schriften, vor allem Traditionen, also nicht nur die, die wir heute kennen als Weltreligion, auch altindianische, altafrikanische Stammeskulturen, nordische Kulturen und so. Überall findet man die Spuren und es wäre doch seltsam, wenn das alles nur Humbug wäre, wenn nicht durch die ganze Menschheitsgeschichte durch den grössten Teil der Bevölkerung von diesem Planeten das gewusst hätte und es würde gar nicht stimmen. Das ist also ein Hinweis, den ich sicherlich für sehr wertvoll erachte. Und ein anderer ist eben, dass man auch heutzutage so viele Leute findet, die sich mit dem Thema beschäftigen, entweder aus akademischem Interesse oder weil sie einfach Erlebnis haben, weil sie Erfahrungen haben und sich interessiert haben dafür, wie kann man das einordnen. Und mich dünkt es schon recht eine Anmassung, man würde sagen, all die Leute spinnen oder die haben nicht recht oder es ist unwissenschaftlich. Nur wenn man es vielleicht mit dem, ja, mit dem eng gefassten Wissenschaftsbegriff der modernen Naturwissenschaften nicht kann fassen. Aber da kann man so viele Themen auch nicht fassen. Liebe zum Beispiel ist auch ein Phänomen, das wir alle kennen, aber wissenschaftlich nachweisen kann man es trotzdem nicht. Die Erklärung klingt sehr schön, aber die Realität ist ja trotzdem so, dass sehr viele die Reinkarnation auch benutzen, um irgendwo im Leben einen Grund zu finden dafür, dass sie sagen, ja, das ist, wie es im früheren Leben so war, also Ausrede. Mhm. Also es wird auch missbraucht. Ist das nicht eine Gefahr, die gerade in der heutigen Zeit ein bisschen stärker zum Ausdruck kommt? Sicherlich, ja, aber wenn etwas missbraucht wird, ist es nicht das Problem von der Sache, die missbraucht wird, sondern von dem, was missbraucht. Also wenn einer einfach charakterliche Anlagen hat, dass er gerne Zeug zur Rechtfertigung von irgendwelchen anderen unschönen Sachen von sich benutzt, dann kann er die Reinkarnation genauso benutzen wie irgendeine andere Philosophie. Aber das allein sagt noch nichts über den Wahrheitsgehalt von dieser Theorie aus. Aber oft die Leute, die eben genau auf diese Schiene kommen, sind ja nicht Leute, die es bei ihnen auf dem gewachsen ist, sondern sie haben irgendwann noch die Hilfe gesucht, sind irgend zu jemandem gegangen, wie, sagen wir mal im grossen Begriff, Esoteriker. Und dann kommen sie dorthin und dann wird ihnen ja irgendwo das Blaue vom Himmel oben runter versprochen, wissen sie, sie sind das und das gewesen, deswegen haben sie die und die Fähigkeiten oder die Probleme sind entstanden aus dem und dem Grund. Und dann hat ja der eigentlich nichts dafür. Ich sehe das genauso. Ich gehöre also nicht zu denen, die einfach jetzt blind sagen, die Reinkarnation ist super und alles, was darüber gesagt oder geschrieben wird, ist wahr. Sondern es wird auch viel Humbug getrieben damit. Es gibt auch Missbrüche. Aber ich muss nochmal sagen, das allein heisst ja nicht, dass es nichts dran ist, sondern man müsste dann einfach untersuchen im einzelnen Fall. Ist das jetzt eine Halluzination? Ist das einer, der einfach sich etwas einbildet? Ist einer, der irgendwelche Rechtfertigungen sucht und darum dann solche Geschichten erfindet? Oder ist es tatsächlich eben eine authentische Erfahrung, die man dann durchaus auch ernsthaft anschauen kann? Ich habe eine Erinnerung,
in meinem eigenen Leben. Und bin nicht ganz sicher, logischerweise, weil man selber ja weniger gut kann betrachten kann, was es ist. Ich habe auch irgendwo das Gefühl, ich komme nicht ganz an den Punkt her. Ich mag mich erinnern, komme aber nicht daran an. Und zwar, bevor ich da auf der Erde gekommen bin, bin ich an einem Punkt gewesen, wo ich mich entschieden habe. Und man hat mir 2-3 Varianten gegeben und ich habe ganz bewusst das Leben ausgesucht und weiß auch ganz genau, warum und weshalb. Die Informationen habe ich, aber ich weiß, dass es so war, aber irgendwie ist es gleich an einem Ort, wo ich es nicht erfassen kann. Willst du es dann erfassen? Also ist es wichtig, dass du die Details dann kennst, was der Hintergrund ist jetzt? Es ist so, dass ich das Wissen habe und mit dem Leben und darum habe ich das Gefühl, dass es zum Beispiel vielleicht wichtig könnte sein. Aber wenn es wirklich so wichtig wäre, würde ich es wahrscheinlich wissen. Aber warum weiss ich es? Und das ist eine Erinnerung, die da ist. Hat das eventuell mit einer Inkarnation zu tun? Ja. Oder ist jetzt das irgendwie eine Wunschvorstellung von irgendetwas, das ich mir selber zweckgemustert habe? Theoretisch kann es beides sein, aber es wäre jetzt nicht überraschend, wenn das jetzt tatsächlich so ist, wie du das empfindest, weil du stehst da bei weitem nicht alleine. Es gibt weltweit Tausende, Hunderttausende von Leuten, die solche Empfindungen haben. Und manche sind dann auch untersucht worden, so Fälle. Und man hat dann tatsächlich so Spuren gefunden, die eben zurückführen in ein früheres Leben, wo man irgendwelche Aufgaben sich vorgenommen hat, aber man hat keine Zeit mehr gehabt, oder die Umstände haben es nicht erlaubt. Und dann hat man sich vorgenommen, im nächsten Leben, wenn ich wiederkomme, dann führe ich genau so und so dann ein Leben und dann hat sich dann das so bewahrheitet. Und man braucht dann nicht unbedingt die konkrete Erinnerung, woher das jetzt im Detail kommt, sondern es langt so, wie es du bei dir auch empfindest, dass man so ein Gespür hat, eine Ahnung, da muss irgendein Sinn, eine Absicht dahinter sein, warum ich da bin. Das kann nicht einfach nur Zufall sein, sondern da gibt es eine Aufgabe auch zu erfüllen. Aber dann, dass man die Aufmerksamkeit auf die Aufgabe lenkt und nicht auf die Hintergründe, die schon lange vorbei sind in der früheren Existenz, sondern wirklich schaut, was ist im Hier und Jetzt da. Und das ist für mich eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich mich mit dem Thema beschäftige. Nicht zum Fluchtbetrieben, irgendwelche vergangene Existenzen, zu schauen, was bin ich besonders gewesen im 15. Jahrhundert oder bin ich irgendwann bei den Römern auch dabei gewesen oder so, sondern zu schauen, was habe ich für eine Entwicklung hinter mir, was habe ich für ein Leben gehabt und bis zu welchem Punkt von meiner eigenen Entwicklung haben die mich gebracht und was ist der nächste Schritt, den ich in diesem Leben machen kann, um auf meinem Weg weiterzukommen. Das finde ich viel spannender, also in die Gegenwart und in die Zukunft ausgerichtet, nicht einfach in der Vergangenheit grübeln, da unendlich lang sein ganzes jetzige Leben damit vertun, um die früheren Leben aufzuspüren. Das bringt einem nicht wirklich dann voran. Also die meisten Leute kommen ja mit diesem Leben nicht klar. Und wenn sie noch mit dem früheren Leben konfrontiert werden, also ich kann mir vorstellen, da kommen sie überhaupt nicht mehr klar. Ja. Wieso macht man denn das? Ja, darum hat es die Natur wohl auch so eingerichtet, dass man die früheren Leben normalerweise ja nicht erinnert. Das sind ja wohl die wenigsten Menschen, die jetzt ganz spontan könnten sagen, was gerade waren im letzten oder im vorletzten Leben. Das hat wohl auch seinen Grund, weil es eben gar nicht darum geht, dass man das alles jetzt nochmal im Detail weiss, sondern wir sind ja so jetzt, wie wir geworden sind durch die früheren Leben. Also der Anknüpfungspunkt ist eigentlich eher die Frage, warum bin ich jetzt, wie ich bin? Und wenn man dann ein Problem hat im jetzigen Leben, dann gibt es vielleicht Fälle, die es einem Wunder nimmt, woher kommen die, was ist der Hintergrund? Und man findet in diesem Leben, in der Kindheit oder so, findet man einfach keine Ursache für eine gewisse Problematik, die man jetzt hat. Dann in solchen Fällen lohnt es sich vielleicht einmal zu schauen, den Horizont ein bisschen zu erweitern, was war denn da gewesen vor der Geburt, bevor man in das Leben hineinkommen ist, in einem anderen Leben. Aber das ist in den wenigsten Fällen dann wirklich auch sinnvoll. Manche betreiben es als Spielerei, das kann man ja auch machen. Aber andere haben einfach das Wissen, dass es mehr als nur das jetzige Leben gibt und können sich dann mit dem Wissen viel intensiver auch mit der Aufgabe in diesem Leben beschäftigen. Aber wird da nicht schon fast wieder eine Religion daraus gemacht? Weil wenn man eben wieder so ein bisschen das Ganze anschaut, dann denkt man ja, wenn ich jetzt in meinem früheren Leben das und das gemacht habe und das heute ist jetzt praktisch mein Karma, dann muss ich ja davon ausgehen, dass ich in diesem Leben das und das machen muss, dass ich im nächsten Leben ein gutes Leben habe. Also lebe ich ja in diesem Leben schon wieder unter einer gewissen Angst und unter einem Druck. Und ich empfinde immer, die Religionen sind irgendwo Druck und Angst. Darum funktionieren sie ja immer noch. Aber das ist wieder das Gleiche, was wir vorhin schon eigentlich angeschnitten haben. Man kann auch so eine Philosophie missbrauchen, um Angst und Druck erzeugen bei anderen. Das wäre dann aus der Sicht der Therapeuten vielleicht, die mit dem manipulativ arbeiten. Oder auch, um sich selber unter Angst und Druck zu stellen. Aber das allein hat jetzt nichts mit der Reinkarnation zu tun. Das ist eine charakterliche Sache der betreffenden Menschen.
ich in meinem Leben erfahren, dass das Weltbild von Reinkarnation als befreiend, eben gerade befreiend von Angst und Druck, wenn du weißt, du hast unendlich viel Zeit, um an dir zu arbeiten, um Ziel zu erreichen, macht dir das viel freier, viel druckloser, als wenn du weißt, ich habe das eine einzige Leben, und so wie es zum Beispiel in der kirchlichen Ansicht ist, da im modernen Christentum, und dann am Schluss von dem einen Leben entscheidet sich für den Rest der Ewigkeit, ob ich in den Himmel oder in die Hölle komme. Das gibt wahnsinnig Druck, weil wer kann schon in ein paar Jahrzehnten Vollkommenheit erreichen, so wie es gefordert wird von der Religion. Und dann hat man Angst. Aber wenn man weiss, ich mache jetzt einfach meinen Weg, ich gehe meine Schritte, so weit wie ich komme, im Vertrauen darauf, dass es im nächsten Leben einfach an dem Punkt weitergeht, wo ich jetzt in diesem Leben aufhöre, dann wieso soll man Angst haben? Ich empfinde es gerade umgekehrt als eben eine Philosophie, die einem Angst macht. Aber natürlich, wenn jemand Angst hat, dann kann er auch diese Philosophie so missbrauchen. Also, ich spüre daraus heraus, du bist eigentlich mehr der, der die Leute tut oder aufklären will. Also, dir ist irgendwann noch das Anliegen im Ganzen, dass es den Leuten ein bisschen ins breitere Bewusstsein kommt, wie es wirklich ist. Ja, so kann man sagen, weil ich habe in meinem eigenen Leben einfach erfahren, mich haben die Fragen brennend interessiert. Ich bin dem nachgegangen, ich habe viele Jahre von meinem Leben mit dem Studium von diesen Themen befasst mich. Und dann habe ich einfach gedacht, es gibt ja so viele Leute, die gleichen Fragen auch haben. Also sagt mir doch das denen. Da muss ja nicht jeder die Arbeit machen und jahrelang sich in einem Kloster zurückziehen und studieren oder so, sondern dann, wenn Menschen so Fragen haben, kommen sie halt dann zu mir oder lesen Artikel oder Bücher von mir zu dem Thema. Und dann sind sie froh, wenn sie Antworten finden. Ich erhebe ja keinen Anspruch auf, dass die einzige richtige Antwort wäre oder so. Aber doch, wenn man es so angeht, wie ich das versuche, dann findet man Antworten, die zufrieden machen können. Und das ist ja die Hauptsache, dass meine Aufgabe, in meiner Ansicht nach, ist die Aufgabe von Philosophie, nicht irgendetwas Abgehobenes zu praktizieren, sondern wirklich das Leben besser verstehen, sein eigenes Leben besser verstehen und auch einverstanden sein und glücklich sein in seinem Leben. Bist du auch in einem Kloster gewesen, oder bist du so ein bisschen an den Orten gewesen, wo man das so ein bisschen mehr lebt und unterstützt und glaubt? Ich habe 7 Jahre lang als Mönch gelebt in einem Kloster und habe dort natürlich sehr viel Zeit investieren für das. Also jemand, der einen normalen Lebenslauf führt, hat ja gar nicht die Möglichkeit, jetzt einfach jahrelang Schriften zu studieren und Meditationen zu praktizieren und all das. Und ich habe gemerkt, das ist jetzt nicht mein Weg, ein ganzes Leben lang Mönch sein. Das war gut für ein paar Jahre, aber jetzt hatte ich das Gefühl, ich muss in meinem eigenen Leben einen Schritt weiterkommen. Und jetzt hat es sich halt so ergeben, dass ich jetzt gerade auf das Thema Reinkarnation besonders mich interessiert habe und darüber halt jetzt eine gewisse Bekanntheitsgrad erreicht habe. Und die Leute fragen mich halt jetzt über das und so kann ich dann das weitergeben. Bist du vielleicht in einem früheren Leben in einem Kloster gewesen und hast gedacht, in diesem Leben, ich gehe doch noch mal meine 7 magischen Jahre in ein Kloster und gehe dort noch mal so ein bisschen auffrischen, was ich im früheren Leben vielleicht gelernt habe? Ja, ich empfinde es tatsächlich so. Also von mir, ich sage jetzt mal, weiss ich das. Natürlich kann ich das nicht beweisen für jemanden, der daran zweifelt. Aber ich für mich weiss, dass ich im vergangenen Leben schon öfters eben die Erfahrung gemacht habe, als Asket, als Mönch und so. Und in diesem Leben einfach mal will ich wieder an den Punkt anknüpfen, wie du es richtig vermutest. Aber dann geht es weiter. Also ich will jetzt in diesem Leben nicht nochmal Mönch sein. Es hat jetzt andere Aufgaben, die sich mir stellen. Und das finde ich auch schön, dass sich das so entwickelt. Und man hat ja Zeit. Eben. Wenn man an Reinkarnation glaubt, so wie ich, hat man ja unendlich viel Zeit. Aber Glaube ist nicht Wissen. Wie stellst du dich zu dem? Also ich habe es so gesagt, dass ich daran glaube. Aber eigentlich ist es keine Glaubensfrage. Also egal, was ich glaube oder was du glaubst oder was Fernsehzuschauer, die jetzt uns zulassen, glauben, entweder es stimmt oder es stimmt nicht. Es ist entweder ein Naturgesetz, dass wir alle wiedergeboren werden, oder es ist nun mal kein Naturgesetz und dann haben wir alle nicht recht, die das sagen. Aber mit Glauben hat das eigentlich nichts zu tun. Das ist ja nicht so, dass die daran glauben, die hören auf, die nicht daran glauben, die hören auf, existieren nach dem Tod, und die an Reinkarnation glauben, die werden wiedergeboren. Das sind ja entweder Naturgesetze, die für alle gelten oder eben auch nicht. Darum ist es eigentlich eine Wissenschaft. Aber wenn ich jetzt da stehe und sage, ich weiß, dass es eine Reinkarnation gibt, ohne die Erklärung, die ich jetzt gerade gegeben habe, dann klingt das so ein bisschen arrogant in den Ohren von gewissen Leuten. Ich will jetzt ja das wissen. Aber es ist genau gleich wie ein anderer, der jahrelang ein Thema studiert und am Schluss einfach sagt, jetzt weiß ich etwas darüber. Und ich habe eigene Erfahrungen gemacht damit. Und bei diesem Thema ist es sogar so, dass man Erfahrungen machen kann. Es gibt ja ganz viele Leute, die auch dagegen sind, die finden, das ist alles ein Blödsinn und Humbug. Aber die können es ja auch nicht beweisen. Das ist ein Problem in der Logik, dass man nicht die Existenz von einer Sache nicht beweisen kann. Du kannst nicht beweisen, dass es keine Reinkarnation gibt. Genauso wie du nicht beweisen kannst, dass es keinen Gott gibt oder so.
Man kann also nur entweder sagen, es interessiert mich nicht, ich will mich nicht damit beschäftigen. Und dann aus dem heraus dann sagen, ja, das gibt es ja alles nicht. Oder man kann sich damit beschäftigen und herausfinden, wie es ist. Und Beweis gegen die Reinkarnation gibt es ja nicht. Wie willst du das machen? Aber es gibt genügend, ich sage jetzt mal vorsichtig, Hinweise, sehr deutliche Hinweise für die Wahrheit, für den Wahrheitsgehalt von der Reinkarnationslehre. Es gibt ja keine Vergangenheit, keine Gegenwart und keine Zukunft. Und wenn man jetzt in die Vergangenheit gehen kann, mit einer Rückführung, dann ist ja eigentlich die Möglichkeit auch, dass man in die Zukunft geht. Theoretisch schon, aber es ist natürlich viel schwieriger, weil das stimmt auf eine Art schon, was du sagst, dass es letztendlich die Zeiteinteilungen nicht gibt. Aber wir leben ja in dem Bewusstsein von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und damit man das wirklich kann machen oder könnte machen, müsste der Mensch, der das macht, auf einer Bewusstseinsstufe sein, die schon jenseits von dieser zeitlichen Begrenzung ist. Und das ist eigentlich eher selten. Und ich weiss, es wird in der Esoterik-Szene viel so Schabernack getrieben, mit dem, dass die Leute in die Zukunft geführt werden, angeblich von irgendwelchen Rückführern oder eben Vorausführern, und dann erzählen, wie sieht die Welt im Jahr 2500 aus oder so. Aber ich persönlich bin da eher skeptisch. Da ist also sehr viel dann auch wirklich so Einbildung und Selbstüberzeugungskräfte dabei. Und Wunschvorstellungen und so. Man kann das machen als Spielerei, aber letztendlich, wir leben jetzt heute, in diesem Jahr 2003, nach unserer Zeitrechnung. Und was in der Vergangenheit war, ist wohl ein bisschen wichtiger noch als das, was in der Zukunft wird sein, weil immerhin sind wir aus der Vergangenheit heraus gewachsen und entstanden. Also haben dort unsere Wurzeln, für wie wir jetzt sind. Aber das eigentliche Wichtige ist für mich immer die Gegenwart, weil wir leben im Hier und Jetzt und nicht in der Vergangenheit und auch nicht im Jahr 2500. Das sind Gedankenspielereien, die man machen kann. Aber wirklich der Alltag und seine nächsten Lebensschritte muss man ja heute machen. Und für mich ist der Wert von einer Philosophie vor allem an dem zu messen, ob es mir hilft, in meinem jetzigen Leben, im Hier und Jetzt, mich besser zurechtfinden und mehr Freude haben am Leben und mehr Verständnis haben für das, was mit mir passiert. Und die Gedanken von Karma und Reinkarnation bewirken bei mir, dass ich viel mehr einverstanden mit allem, seit ich mich mit dem beschäftige. Ich habe natürlich sehr viele Leute, kenne ich, Medien und Channeling und Leute, die Reinkarnation machen. Und ich habe mir 3-4 sehr gute, die ich das Gefühl habe, die sind gut und die sind bekannt und die beherrschen ihr Fach, gefragt, was hast du das Gefühl, was bin ich mal gewesen? Und so unabhängig voneinander, ich weiß nicht, ob das vielleicht durch meine Person einfach so ins Bewusstsein gestiegen ist oder was ich davon halten soll, aber die haben unabhängig voneinander gesagt, ich sei im früheren Leben Buddha gewesen. Soll ich jetzt etwas dazu sagen? Ja, ganz kritisch und deine Ansicht. Es ist schwierig, jetzt so für mich konkret etwas zu sagen, weil ich da nicht kann überprüfen kann, ob das stimmt oder nicht. Man könnte sich aber die Frage stellen, ist es so gewesen? Was gäbe es dann für Hinweise? Weil wenn du einmal Buddha gewesen bist, dann muss ja irgendeine Form von ähnlichem Bewusstsein ja wieder sein. Man verliert ja nicht alles oder man gewinnt auch nicht sehr viel dazu. Gut, bei Buddha ist es schwierig, noch viel mehr dazu zu gewinnen, glaube ich. Aber es könnte genauso auch sein und ich vermute, dass es vielleicht in so einem Fall eher in die Richtung geht, dass man jemand war, der sich sehr intensiv mit so historischen Persönlichkeiten beschäftigt hat. Mit Christus, mit Buddha oder mit Mohammed oder mit verschiedenen. Der vielleicht sogar in der Nähe von diesen Persönlichkeiten gelebt hat. Und durch das einfach die Aura, die diese Persönlichkeiten mit sich getragen haben, auch übernommen hat. Es kann aber auch sein, dass es war. Ich will das nicht in Abrede stellen. Das wäre ja schön und lustig. Ja, das wäre auch lustig. Der Buddha in der Schweiz inkarniert. Warum nicht? Oder? Aber letztendlich ist das eine Information, die jetzt auch nicht so relevant ist. Weil jetzt bist du nicht Buddha, jetzt bist du Mike Shiva und du musst jetzt ja dein Leben jetzt dafür und deine Aufgaben erfüllen. Aber wenn du so, von so einer hohen Wesenheit dich inspiriert hast lassen, um jetzt ein besserer Mike Shiva zu sein, dann hat es ja den Zweck erfüllt. Klingt alles super. Dann ist also Buddha jetzt auf Zürich Plus und das wäre ja auch nicht schlecht. Nein, das kann nicht schaden, das ist wahr. Das wäre so. Aber wie ist es so mit Reinkarnationen von Tieren? Das ist auch immer, ich habe einen Hund und manchmal denkt es mir, der versteht mich, der hat auch eine Seele und er reagiert ja jetzt auch gerade, was er sonst nicht macht. Was ist da bei dir? Sind das auch Seelen oder was ist da? Also nach meiner Recherche und nach meinem Stand vom Wissen ist es tatsächlich so, dass Seelen Seelen sind und nicht Menschen haben nur eine Seele, sondern eben die Seelen können auch in Tierkörper reinkarnieren, auch in Pflanzen, Mineralienkörper, auch in Menschenkörper.
Man hat also da Freiheit, die einem gegeben wird vom Universum, dass man kann umeinander reisen und sich Körper aussuchen, die an einer Entwicklung, die man will machen, entsprechen. Es ist also durchaus möglich, dass jemand, der in einem früheren Leben mal Mensch war, mal wählt, jetzt will ich mal ausprobieren, wie es ist, wenn ich mal ein Hund bin im nächsten Leben. Das klingt ein bisschen komisch vielleicht, aber gerade Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer sagen mir oft das, wo jetzt du auch sagst, dass wenn man denen in die Augen schaut, diesen Hunden, oder auch Katzen oder andere Tiere, dann hat man so das Gefühl, die schauen so menschlich und die reagieren so menschlich, als wäre es eben einmal ein Mensch gewesen. Und in meinem Weltbild ist es nicht ausgeschlossen. Man kann sich fragen, was jetzt die Motivation ist, von einem Menschen als Hund wiedergeboren zu werden. Aber prinzipiell ist es sicherlich möglich. Ich würde das nicht ausschliessen. Warum nicht? Wir haben ja, wie gesagt, die Freiheit, die uns gegeben ist von der Schöpfung, dass wir uns ausleben können, wie wir wollen. Und vielleicht ist es vom Hund aus gesehen genauso skurril, wenn man als Mensch geboren werden will. Das ist ja auch manchmal ganz fragwürdig, wie man sich verhält als Mensch. Also da gibt es ganz andere Betrachtungsweisen, die einfach möglich sind, sobald man sein Weltbild, seinen Horizont ein bisschen erweitert über das Gängige raus. Also es sind ja ganz viele Informationen und du hast ja, wie du am Anfang gesagt hast, ganz viele Bücher schon geschrieben. Und ein Buch, das neueste Buch, haben wir da. Es ist so das Standardwerk von der Reinkarnation, wo man überall kaufen kann. Willst du etwas dazu sagen? Nein, ja, das hast du schon gesagt. Genau. Also, wenn man etwas ein bisschen mehr über die Reinkarnation erfahren will. Mein Eindruck von dir ist, dass du das so weder positiv noch negativ betrachtest. Es ist wirklich eigentlich so eine neutrale Stellung, die du übermittelst. Und ich glaube, das ist auch von dort her einfach zum Aufnehmen. Also ich denke, es ist eine Bewusstseinserweiterung, wenn man mit dem Buch in Kontakt kommt und wenn man das so anschauen kann. Weil wenn man dich persönlich kennenlernen oder eine Therapie will, dann ist es eher nicht die Richtung. Also therapeutisch bin ich nicht tätig, das überlasse ich gerne anderen, die sich da eine Aufgabe sehen in dem. Aber natürlich, ich gebe Vorträge und Seminare. Man kann mich schon auch erleben, außerhalb des Fernsehens, wenn man an diesem Thema Interesse hat. Seminar, was ist das für dich? Zum Beispiel über Reinkarnation. Oder jetzt nächstens gebe ich eins über Engel zum Beispiel. Das ist ein Thema, das ich mich auch in den letzten Jahren intensiv angefangen beschäftige. Es hat mich Wunder genommen, was ist mit diesen höherdimensionalen Lichtwesen und so. Und inzwischen weiß ich genug darüber, dass ich so ein zweitägiges Seminar dazu gebe. Und Engel, hat das auch ein bisschen mit der... Sind das auch Wesen, die irgendwann einmal reinkarniert werden und plötzlich da sind? Beides ist möglich. Es können also unter den Wesen, die wir jetzt als Engel würden bezeichnen, solche sein, die in früheren Existenzen Menschen waren und dann einfach die Aufgabe übernommen haben, mal einen Schutzengel zu sein oder einen anderen Engel für bestimmte Menschen oder für ein bestimmtes Thema. Es kann auch sein, dass Wesenheiten, die jetzt Engel sind, einmal Lust haben, mal so einen seltsamen, dreidimensionalen menschlichen Körper anzunehmen und sich das einmal anzutun, so eine Inkarnation als Mensch. Da findet also ein reger Wechsel statt, wie ich das herausgefunden habe. Eben, wie wir es vorhin schon gehört haben, man kann als Tier ein Leben führen oder als Mensch oder als Engel. Also die Varianten sind da sehr gross und das ist eigentlich das Schöne daran. Wir haben ja die Möglichkeit, uns auszuleben in dieser Welt. Also ich finde es sehr schön, dass du da nicht ganz eine sture, extreme Meinung vertrittst, sondern bei dir ist es so mehr oder weniger alles offen und trotzdem klar, es existiert. Das gehört man daraus raus. Ich komme zu meiner letzten Frage. Die Zeit geht immer mega schnell um, vor allem wenn es interessant ist. Hast du irgendetwas, wo du das Gefühl hast, das möchte ich jetzt noch sagen, weil das tut allen Leuten gut? Das ist eine Information irgendwie aus einer anderen Dimension oder irgendwie aus deinem früheren Leben oder vom Kloster. Irgendetwas, was gut tut. Also Informationen aus einer anderen Dimension ist nicht unbedingt, aber ich habe für mich selber so ein Lebensmotto, das ich an dieser Stelle gerne auch sagen kann. Das ist, denke immer an dein Ziel, aber gar nicht immer nur deinen nächsten Schritt. So etwa. Also mit Geduld und easy. Und schon, dass man weiß, was man für Ziel hat und die auch angeht, aber nicht, dass man versucht, mehr Schritte als möglich sind aufs Mal zu nehmen. Dann stolpert man nämlich, sondern einfach, denke immer an dein Ziel, verliere das nicht aus den Augen, aber gar immer nur den nächsten Schritt. Herzlichen Dank, Ronald Zürer, dass du da bist. Herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben auf Zürich Plus. Es würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten tun, zu Mike Shiva und Gäste. Und mein nächster Gast hat vielleicht wegen der Reinkarnation irgendetwas ein bisschen verfehlt. Es war ein Mann, heute ist es eine Frau. Und zwar mein Gast wird sie Nadia Brönnimann.